Oh mein Gott, wir sind drin, Leute. Wir schauen uns heute Entertainment Level an. Digga, ich hab so Bock drauf. Alter, wenn. Das wird ein krankes Video. Ich hab so freaking Bock darauf. Von Vendetta Beats. Level heißt der Song. Der ist wahrscheinlich vom Stanley-Album. Ich hab gerade erst gesehen, dass er einen Song raus hat. Ich hab so Bock auf Entertainment. Ich hab so Bock auf das Album. Ich hab's natürlich schon vorbestellt, schon lange. Entertainment, einer meiner absoluten Lieblingsrapper und finde ich. Der technisch beste Rapper Deutschlands. Ich finde ihn besser als Kollega. Ganz ehrlich, also so von Technik einfach, finde ich ihn tausendmal stärker. Muss ich echt sagen. Hat für mich die krassesten Wortspielereien. Ente ist lyrisch für mich bester. Ganz Deutschland oder ja, eigentlich sogar ganzen Welt. Ich hoffe, es geht richtig gut ab. Zum Beispiel Kleber an der Tüte war nice oder Kann das sein? Kann das sein, fand ich sehr gut. Natürlich die alten JBB-Sachen 2015. Ich bin wirklich von Anfang an dabei. Feder Gottes habe ich auch gekauft. Also ich würde mich schon als sehr großen Entertainment-Fan bezeichnen. Das geht aber in eine ganz andere Richtung. Was? Dubstep? Was ist denn jetzt falsch? Ente auf Dubstep. Es war ja schon ganz krass, wo Ente dann Bloody Mary rausgehauen hat und alle so, oh, Trap. Ich fand's geil. Aber Dubstep? Gewagt. Schieb es auf den Weed-Verbrauch. Ich komm mit Tiffany und Bob mit Banken und hol die Piep mit dem Piep raus. Bös. Richtig bös. Gefällt mir richtig gut. Okay, das war nur der Einstieg, der so, also dieses Intro-Geräusch da zum Part, was so Dubstep war. Wenn der da Beats macht, brutale Beats, boah, wie der reinkommt, Alter, was eine Gewalt. Ich muss kurz auf den Text nochmal achten. Also, gewohnt epischer Einstieg von Enter, wie immer. Aber diesmal wirklich besonders episch. Boah, also wirklich, ich finde, seit dem Maskenwechsel, ich finde, Enter steigert sich. Ich finde es schade, dass die Aufmerksamkeit und der Hype gegangen ist. Ich bleib da, wir bleiben da, weil ich finde, er hat nicht nachgelassen. Ich finde, er ist sogar stärker als früher. Hört euch zum Beispiel, wie hieß das nochmal, die EP? Zwischen Präteritum und Futur. Hört die EP an, hört euch Pflock an, hört euch Organigramm an. Das sind mit die besten Deutschrap-Lines, die ich je gehört habe drin. Ne? Er hat auch krasse Spits. Also Ente wirklich lyrisch, technisch, finde ich, höchstes Niveau. Ich habe extrem Respekt. Und ich hoffe, wir verstehen hier viel vom Text und können dann auch die Wortspiele verstehen. Ich höre nochmal hin. Schieb es auf den Weed-Verbrauch. Ich komm mit Tiffany und Bob mit Banken und hol die Piep mit dem Piep raus. Hol die Piep mit dem Piepen raus. Die Piep. Wer ist denn die Piep? Auf den Weed-Verbrauch. Ich komm mit Tiffany und Bob mit Banken und hol die Piep. Was mit Tiffany und Bomben und Banken? Ich leider akustisch gerade ziemlich schwierig. Er hat natürlich auch viele Anlehnungen, die ich einfach nicht kapiere. So irgendwelche Filmsachen so, da bin ich gar nicht drin. Boah, aber das ist brutal. Piep raus. Da ich mit dem Flock-Torten-Stalke drauf. Oh, Pflock, schön. Ich feiere auch die Eleganz, wie er sich ausdrückt und auch die Brutalität. Ich finde, das ist so ein krasser Film, ne? Ich habe leider meinen Anglerhut, den TF-Anglerhut verloren von meiner Box. Mann. Ey, Leute, Entertainment kauft den Scheiß, Alter. Entertainment ist so krass, Mann. Er ist so unterschätzt. Aus. Da ich mit dem Flock-Torten-Stalke drauf scheiß, was mir die Doktoren in Worten vermitteln wollen. Boah, was ein Video. Was ein Video. Habe ich gar nicht jetzt erwartet, Alter. Das ist ja übelst gut. Das ist ja richtig gut. Ey, ich bereue Stanley den Kauf auf keinen Fall. Ich fand Kalendarium, fand ich gut, aber es war nicht so dieses Wow. Dieser Wow-Effekt wie von Kann das sein? So, das war Wow. Und das ist Doppel-Wow. Das ist dreifach Wow. Was sagt der Chat? Der Beat ballert. Wir müssen den Track wirklich hochpushen. Ich hoffe wirklich, das kommt jetzt mal ein bisschen in die Trends. Wir müssen Ente pushen. Ich gebe wirklich mein Bestes, ihn zu supporten. Vielleicht zieht er das jetzt hier auch. Wenn ja, ey, weiter so. Bitte. Wir brauchen dich. Und es ist völlig egal, ob vielleicht noch physisch was kommt oder nicht. Ist natürlich scheiße, Corona, bla bla. Aber uns reicht's, wenn einfach Musik kommt, ja. Und auch für digital, wir zahlen alles so. Also wir supporten, ja. Wir supporten bedingungslos, ganz klar. Entenarmy. War sogar in so einer Gruppe auf WhatsApp, in der Entengruppe. Hab auch Merch von Ente. Ja, Ente einfach für mich wirklich lyrisch ganz, ganz krasse Inspiration. Noch ermordete Bitches, Postmortem berühren. Steckt man mich ins Horrorkurschaube. Okay. Da ich mit dem Flock-Torten-Stalke drauf scheiß, was mir die Doktoren in Worten vermitteln. Oh, schöne schwarze Maske auch. Und doch noch ermordete Bitches, Postmortem berühren. Ja, es ist doch normal. Es ist ja. Macht ja jeder. Nee, Spaß, aber ich feier das. Diese Selbstironie. Na, ich weiß ja auch
nicht. Ich weiß nur, dass ich dich kill, wenn du meinen Namen dreimal aussprichst. Oh, das ist wieder eine Bloody Mary-Anspielung. Nice. Gib mir ein Grammy reines Koks. Ja, ich nenn dich meinem Bro, doch bin im Friendly Fire Mode. Was? Was geht denn hier falsch, Alter? Was ist mit Ente? Ich weiß nur, dass ich dich kill, wenn du meinen Namen dreimal aussprichst. Gib mir ein Grammy reines Koks. Ja, ich nenn dich meinem Bro, doch bin im Friendly Fire Mode. Boah, ich kann mich gar nicht konzentrieren auf den Text, weil der Beat so krank ballert. Ist auch ein bisschen sehr laut. Und auch das Video, das lenkt mich auch gerade voll ab. What the fuck, hat der Ente noch nie so in Action gesehen? Gib mir ein Grammy reines Koks. Gib mir ein Grammy reines Koks. Ich nenne dich meinen Bro, aber das ist nicht Friendly Fire. Nicht im Friendly Fire Mode. Ich nenne dich meinen Bro, bin ich im Friendly Fire... Okay. Ist gut. Naheliegend, wie Liebespartner. Boah, ich liebe auch das Flüstern in den Parts von ihm. Ich dachte, es ist die Hook, aber das ist tatsächlich, glaube ich, Part. Alter, krank. Sehr ungewohnt auch von Vendetta. Ich fand früher die Mencho Beats genial. Dann kam ja Timon D, Nico TF oder Nike TF. Ich glaube, Nico TF. Nick TF. Timon on the beat. Nee, wie war der Producer Tag? Choose it up, Timon, genau. Ja, also ich muss sagen, Beats haben sich natürlich mit der Zeit ein bisschen verändert, so. Ein bisschen moderner, das alles. Ich finde, das passt aber alles zur Ente. Ich finde, Trap steht ihm, ich finde, Boom Bap steht ihm. Er hat ja auch Boom Bap Sachen. Ich finde diese Core Beats oder diese Gangster-Beats von JPB zum Beispiel auch super passend. Finde ich sogar mit am besten, wenn ihr das macht. Und das geht jetzt wieder in so eine Richtung. Das ist ein bisschen moderner als früher. Das ist so ein bisschen, ja, funky eben mit so Dubstep-Elementen. Aber ich finde, das ballert gerade unnormal. Das ist, glaube ich, der nach vorne gehendste Song von Ente seit, ich weiß nicht, seit irgendwas auf Teufel sei Dank oder so. Also, Junge, brutal. Teufel sei Dank, boah, was ein Album, habe ich auch die Box bestellt. Natürlich, also Ente immer dick am Supporten, so dick es geht. Holy shit, Alter, der Song, den werde ich aber mal komplett tot pumpen. Ich glaube, ich werde den so oft pumpen und so oft streamen, dass Spotify down geht. Wir werden es nie erfahren. Doch du siehst mich hier nur einen Wurm abmachen, so wie bei einer Anglerszene im Rückwärtslauf. Okay, warte, einen Wurm abmachen nochmal. Du siehst mich hier nur einen Wurm abmachen, so wie bei einer Anglerszene im Rückwärtslauf. Du siehst mich hier einen Wurm abmachen, wie bei einer Anglerszene im Rückwärtslauf. Machen. Warte, Wurm abmachen. Aber wo ist die Doppeldeutigkeit? Oder ist das nur ein Vergleich? Wurm abmachen, eine Anglerszene im Rückwärtslauf. Ja, okay. Aber was meint ihr jetzt? Also, was meint ihr mit Wurm abmachen? Muss ja irgendeine Doppeldeutigkeit sein, oder? Auf Genius wahrscheinlich irgendwann. Ich habe bestimmt auch schon 1000 Sachen überhört. Würden mir wahrscheinlich alle erst beim mehrmaligen Hören auffallen. Auch schöne Klamotten. Oh nee, jetzt. Oh, wir müssen das Video aktualisieren, weil jetzt sind wir aus der Premiere. Wurm abmachen. Oh nee, geht noch. So wie bei einer Anglerszene im Rückwärtslauf. Heftigste Schübe. Alter, was ist jetzt mit dem FPS los? Heftigste Schübe. Okay, ich aktualisiere doch mal kurz. Oder die Mantel-Lippie war auch krass. Ich finde diese erste Szene, hier, dieser Shot, finde ich so krass. Auch super Bewertung bisher. Boah, sorry, dass ich so viel rede, aber bei Ente muss ich einfach viel dazu sagen. Es wird eine richtige Analyse. Ich hoffe, es gibt jetzt schon ein Erscheinungsdatum für Stanley. Schön. Auch schöner HR-Effekt. Oder wie nennt sich das? HRD? Video-Effekt. Mit Klingen auf dem Teller wie Freddy beim Frühstück. Klingen auf dem Teller. Freddy beim Frühstück. Freddy Krüger. Klingen am Teller. Ja, gut, weil er natürlich Klingen an der Hand hat, ne? Ja, genau. Klingen am Teller. Boah, ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich irgendeinen ganz krassen Spit oder eine Homophonie oder irgendwas krasses verpasse. Also, Klingen im Sinne von Messer oder Waffen, wie er meint, oder eben halt die Finger von Freddy. Bin sehr gespannt auf die Hook. Schön, ich liebe dieses Hook-Schema. Manche nennen es einfallslos, manche nennen es monoton. Aber es passt so gut. Ich finde, es passt so gut, diese
ChatGPT, wenn er analysiert, der kann das immer gut beschreiben. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, so mit Lyrics oder Rap-Technik so. Ich kann ja sagen, dass es gut ist. Aber keine Ahnung, die Hook ist halt bei ihm immer so ein Schema, dass er, ich glaub, 4 Zeilen immer wieder wiederholt. Und ich glaube auch im gleichen Reimschema, kann ich jetzt nicht wiedergeben, was für ein Reimschema, aber das klingt geil. Und so 4 Zeilen finde ich auch perfekt für eine Hook. Das brennt sich dann gut ein, ist nicht zu viel, ist nicht zu wenig, ist nicht monoton, finde ich. Ist einfach perfekt, finde ich. Ich finde, es mehr braucht's nicht. Tot gesagt, doch muss töten, um mich zu rächen. Das Level gehört mir. Wir fahren die Sterblichkeit auf den Knien. Bah. Okay, jetzt bin ich gespannt, zweiter Part. Die letzten Songs waren ja wirklich sehr, sehr hart. Was mir gefällt, ich mag dieses Übertriebene, ne? Dieses Exzessive, die Gewalt und so. Zum Beispiel die Halbfinalrunde gegen Kasa. Boah, die fand ich krank. Die fand ich richtig krank. Die Runde gegen Jasper, wo er da mit dem Video, da war ich erst geschockt. Aber da war ich noch nicht so in der Entertainment-Materie. Okay, der zweite Part ist wird spannend. Ich geh mit Äxten vor den Teams, nun heißt es wieder fesseln, morden, fliehen. Ich stehe mit der Axt vor was? Ich geh mit Äxten vor den Teams. Ich stehe mit Äxten vor den Teens, okay, genau das meine ich. Nun heißt es wieder fesseln, morden, fliehen. Ah, ich weiß nicht, also ich feier diesen absoluten Psychofilm, den er fährt halt schon die ganze Zeit so. Wirst du nicht in den Blätterporn-Team mit Dente, dann fick dich jetzt sofort ins Knie. Was eine Reimkette. Boah. Ja, ich stehe mit Äxten vor den Teens. Auch super Bewertung. Bewertung. Betonung. Du heißt es wieder fesseln, morden, fliehen. Ja, genau. In einem Porno, einem Action-Porn. Splatter-Porn-Intim. Fick dich bitte jetzt sofort in die Knie. So, nice. Boah. Sorry, dass ich jetzt hier mal so lang pausieren so, aber ich muss dazu was sagen. Keine Ahnung. Ich finde es einfach auch. Ich finde es cool und ich genieße es dann darüber zu reden so. Team mit Dente, dann fick dich jetzt sofort Ins ins Knie. Knie. 7 Kilo schwere reine Steine von den Zwischenhändlern bei dir ist nass. Voll reinem Weiß, nur eine frische Pampa. Ist mein ganzer Hass und die richtige Musik für einen Tanz am Abend. Dein Weib, mein Alter, es ist zu krass. Es ist zu krass. Ohne Scheiß, ich bin so froh. Ich bin so fucking froh. Ich habe wirklich gedacht, er schläft ein bisschen ein und es bleibt die ganze Zeit bei diesem Trap-Ding. Was ich auch super fand, aber nach zwischen Präteritum und Futur wurde es mir dann fast zu viel schon. Und so irgendwie ab der Hot 16 Bars Challenge, ab Death Note, wurde es ein bisschen experimenteller wieder. Und ich feiere diesen Style wirklich mehr. Ich feiere beide Styles tot. Ich finde, bei zwischen Präteritum und Futur war es mir zu viel Lyrik und weniger Musikalität. Aber jetzt ist beides da und Brutalität ist auch wieder zurück. Also er war immer brutal, keine Frage. Aber ich finde, ab kann das sein. Ein Kleber in der Tüte und das jetzt. Da geht's wieder richtig in die Fresse, aber so richtig. Weiß nur ne frische Pampers. Das Boah. ist mein ganzer Hass und die richtige Musik für einen Tanz am Abend. Ja, so kann man es gut beschreiben. Dein Weib, mein Wirt und Lächeln und das mit dem Bissi auf ein Schrein offenbar mit dem Bissi mit dem Schrein auf ein verwechselte Kopfen, die ohne dem Stoff die Droge, Rocks und Kohle, Blockpsychose. Oh, was ein Videoeffekt, böse. Das ist gruselig. Passt sehr gut. Ey, ich bin so überfordert gerade mit dem Text, ne? Ich muss sagen, so ganz. Also akustisch ist es irgendwie. Oder es liegt an mir, aber so ein bisschen unverständlich wirkt das schon. Ich fand ihn eigentlich immer verständlich, aber hier fällt es mir ein bisschen schwer. Liegt vielleicht auch einfach am Beat und an dem Video und dass es so viel ist. Aber es ist einfach geil. Boah, ich würde das gern verstehen, was er sagt. Also der Beat auch jetzt mit diesen, keine Ahnung, arabisch anmutenden Klängen, voll krank. Also Vibe erwirkt. Nochmal.
Bis sie aufhören schreien. Was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich gerade leider nicht. Muss ich nachlesen. Nice. Blockpsychose, Digga. Mit dem Stoff, die Droge, Rocks und Kohle, Blockpsychose. Ich sage ihr, ich hab nicht viel gekokst oder Schwachsinn, wie ich hab dich lieb und so. Haha, nice. Nice. Ich sage ihr, ich hab nicht viel gekokst. Können wir ein Schulprojekt starten? Ruf schnell meinen Manager an. Yo, ich hab eine neue Kachbar. Nee, Spaß, nee. Schöne Darstellerin, wollte ich sagen. Ja, Mann. Scheiß da drauf. Scheiß auf Liebe. Blutengemetzel. Nee, Spaß. Ist natürlich nur ein Image, aber ich feier's. Weil da ist was Deepes und was Wahres dran. Das muss ich jetzt verstehen. Deep Throat. Das muss ich kurz verstehen. Nochmal. Jetzt hör mal zu. Die Belohnung ist wie eine Beschreibung von einem Bankräuber im Santa Claus Kostüm. Warte mal. Okay, Belohnung ist der Deep Throat, ne, die Sexualpraktik. Also Deep und Deep vielleicht. Deep Throat im Sinne von Rot? Nee. Boah, Mann, ich will die verstehen. Er betont es ja, der Deep's Road. Okay, ich glaube, er meint es doch so. Also quasi, der Deep ist rot. Oh. Ich glaube, er meint so. Ja, ja, doch. Der Deep's Road. Okay, kann man sich jetzt streiten, ob man, also Deep Throat, man sagt nicht Deep Throat. Ich meine, TH spricht man ja, wenn man es nicht ganz kann, oder kann man ja auch mit S so, ne? Deep Throat. Der Deep Throat. Ja? Nicht ganz sauber, aber Gedankengang sehr gut. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch verstanden. Vielleicht meint er auch was ganz anderes, aber so eine Killerzeile am Ende ist immer schön. Immer geil. König auf jedem Level. Totgesagt, doch was töten, um mich zu rächen. Das Erbe gebührt mir in der Ära der Hierarchie. Nach dem Machtwechsel erfahren sie die Sterblichkeit auf den Knien. Mann, ihr könnt mir nicht, also es ist für mich Highlight, es ist für mich Highlight pur und ich bin so froh, ich bin einfach glücklich. König auf jedem Level, totgesagt, doch was töten, um mich zu rächen. Das Erbe gebührt mir in der Ära der Hierarchie, nach dem Machtwechsel erfahren sie die Sterblichkeit auf ihren Knien. Oh mein Gott, Stanley wird so geil. Boah, das Geile ist, oh mein Gott, das habe ich die ganze Zeit ausgeblendet, er hat ja noch eine EP. Und zwar Geschichte aus der Unterwelt. Und das ist ja eine Trilogie, nicht Trilogie, das ist ja ein Format quasi, was er macht. Er hat ja Geschichten der Unterwelt 1 gebracht. Ich glaube, das müsste ein Freetrack gewesen sein. Überlege ich gerade. Weiß ich nicht. Nee, Geschichten aus der Unterwelt war, glaube ich, bei Teufel sei Dank auf der EP. Wie hieß die EP nochmal? Boah. Höllenwelt? Nee. Naja, ihr wisst auf jeden Fall, bei Teufel sei Dank eben diese EP. Wo die ganzen Songs drauf waren, Necronomicon, Höllenhunde und so. Da war Geschichten der Unterwelt, aus der Unterwelt 2, glaube ich, drauf. Oder 1. Auf jeden Fall hat er zwei Teile von dem Song. Und das ist eine sehr, sehr, sehr coole Idee, weil er da einfach so Storytelling betreibt und so quasi so Gruselgeschichten, ja. Und, die heißt Gedichte aus der Unterwelt. Ich glaube, die Originalsongs heißen Geschichten aus der Unterwelt. Und das ist halt super geil, da gibt es auch keine Hook, das ist einfach nur Storytelling und das feiere ich extrem. EP und Album, das wird so göttlich. Wir werden uns natürlich das ganze Album anhören, solange es nicht gesperrt wird und auch die ganze EP. Solange die EP jetzt, also wenn die EP auf Spotify ist, dann können wir es hören. Wenn nicht, dann lassen wir es mal, weil dann soll es auch exklusiv sein. Und ich finde das Artwork halt auch einfach zu geil. Ich dachte erst, es wird so voll das deepe Album so, was ich auch cool fände, klar. Ich würde es auch feiern, aber es wäre dann nicht mehr Ente irgendwie, Ente pur. Oh, das Geile ist, die haben auch ein Shirt drin. Boah, hoffentlich auch in 5x XXL für mich, nicht Spaß. Oh mein Gott, bin ich glücklich.
Vielleicht merkt ihr es. Ich fühle mich so geil gerade. Oh mein fucking Gott, das ist einfach besser als alles andere. Keine Ahnung, das ist einfach nice. Ich freue mich. Hat jetzt bestimmt lange gedauert, das wird bestimmt ein langes Video, aber muss sein. Muss einfach sein. Ente, wir lieben dich. Ich bin großer Fan. Und ich werde diesen Song totpumpen. Ich feiere den Song übertrieben. Deswegen solltet ihr den auch übertrieben feiern. Und wenn ihr den nicht hört, dann komme ich zu euch nach Hause. Mit den Äxten vor den Teens. Dann heißt es wieder Fesseln, Morden, Fliehen. Die Teens werden im Splatter-Porn intim. Und jetzt fick dich ins Knie.